Herzlich willkommen bei Cleopatra Orakel. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute schauen wir uns die Liebesenergien für die Erdzeichen für die kommende Woche. Und ich muss euch sofort warnen, es ist kompliziert. Es ist kompliziert, die Energien sind komisch und seltsam, schwer definierbar, weil wir uns, glaube ich, alle selbst wiederfinden müssen. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt in der Reisegruppe bist, denn die ist sehr spezifisch, finde ich. Das ist eine Gruppe, die natürlich der Gruppe die letzten 2 Wochen vorausgesetzt werden. Das heißt, es ist etwas zu Ende gegangen und jetzt ist so ein Loch entstanden, ja? Die geistige Welt schubst uns weiter an. Aber ich glaube, es bildet sich so eine Art Widerstand oder ja, man sucht irgendwie nach Gründen und als ob wir nicht genug Zeit hätten, sich mit diesen Energien auseinanderzusetzen, sie für uns zu verinnerlichen und um weiter den Schritt eigenständig proaktiv weiterzumachen, sondern wir werden angeschubst, ja, und es bildet so ein bisschen ein kleines Durcheinander, welches schwer definierbar ist irgendwie, okay? Nochmal für die nochmal auf ein Reading von mir warten, seid mir nicht böse, ich hatte jetzt durch den Vollmond wurde komplett ausgenockt, kann man so sagen. Ich war nur kaputt, nur müde. Ich durfte auch nichts drehen. Egal, was ich angefangen habe, hat man mir ja irgendwo nicht erlaubt und es hat einfach nicht funktioniert. Und ich wusste, okay, ich muss einfach Pause einlegen. Und deswegen die, die noch nichts bekommen haben, bitte seid mir nicht böse. Es kommt jetzt noch heute oder in den kommenden 2 Tagen. Für die, die noch eine Antwort auf eure Nachricht warten, bitte auch nochmal sich kurz gedulden. Ich werde mich melden, aber ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Ja? Leider durch diesen Homeschooling ist meine ganze tagsüber Zeit dahin und ich kann nur in Nachmittags- und Abendstunden arbeiten und da ist meine Energie nicht mehr so gegeben wie natürlich tagsüber. Und somit kann ich dann nicht so viel leisten, wie eben, wenn mir die Zeit vormittags zur Verfügung steht. Okay? Genau, abgesehen davon, ich hoffe, dass vielleicht nächste oder übernächste Woche meine Webseite auch endlich steht und da könnt ihr die Termine auch dann direkt über die Webseite buchen und dann wird alles deutlich einfacher, weil da müssen wir nicht so viel kommunizieren, da wartet ihr nicht auf meine Antworten, wann ich Zeit habe oder nicht, dann wird das alles deutlich einfacher. Okay? Gut. Ansonsten gibt es noch was? Ich bin sehr gespannt auf eure Energien, liebe Erdzeichen. Liebe Erdzeichen, ihr wart letzte Woche die Einzigen, die sich anders verhalten, also die Energien anders bei euch waren als bei allen anderen. Und ich meine, die Feuerzeichen, die sind weggelaufen, die Luftzeichen haben sich aus eigener Kraft von einem riesigen Pamphlet an Karma gelöst, hoffentlich, mehrheitlich. Und bei dem Wasserzeichen war auch irgendwas Tolles, aber ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Bei euch war es leider so, dass euch etwas weggenommen wurde. Das ist was anderes, das ist nicht aus eigener Kraft geschehen, ja? Und deswegen bin ich sehr gespannt, was bei euch diese Woche gezeigt wird. Ich habe nur Gänsehaut, also ich weiß, dass hier ganz viele Geistwesen gerade um mich herum schüren, die hier wahrscheinlich auch viel zu sagen haben und ich bin sehr gespannt, was. Ich werde versuchen, falls ihr durcheinander seid, ja, die besten Botschaften einzuholen, die euch helfen sollen, ja, euch wieder auf den Weg zu machen. Genau, gut. Ich würde mal sagen, rückläufige Merkur ist auch da. Ich habe Schwierigkeiten, das, was ich fühle, zum Ausdruck zu bringen. Also nicht wundern, wenn ich da ständig irgendwie blum, nicht weiß, was ich sagen soll. Genau, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich ziehe mich jetzt zurück, hole mir das Energiebild ein für euch und eine Botschaft und gehe mal weiter zu den Karten.
So, liebe Erdzeichen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, welche Titel ich den ganzen geben soll, weder bei Feuerzeichen noch gerade bei euch. Pass auf. Ich habe euch gesehen mit Händen auf dem Kopf aus leider Verzweiflung und in Erinnerung an das, was letzte Woche geschah. Also, falls du das Video von letzte Woche gesehen hast, wo dem Erdzeichen quasi die Tasse runterfällt aus den Händen, zerbricht und die Verbindung, die nicht gewollt wurde, wurde von der geistigen Welt wieder weggenommen mit der Info, du wolltest es nicht haben, also nehmen wir es dir weg. Ja? Und du mit Schock zu, also wirklich einem Schockzustand hast du an der Energie wieder festgehalten und ja, war aber nichts mehr zu machen. Und das hat dich echt in den Schockzustand versetzt, wo du immer noch, sich immer wieder an die Situation erinnerst. Und ich habe dich gesehen, wie du die Situation immer wieder in deinen Augen durchläufst, was da passiert ist, weil du es verstehen möchtest. Du stehst wie vom Unfall, wo man sich ständig fragt, was hätte ich anders machen können? Ja, und ich sehe die geistige Wesen, die auf dich zugehen, und das sieht wirklich so ein bisschen wie, keine Ahnung, wie so im Real Life, wenn jemand vom Unfall steht und kann sich da nicht rühren und man wird da abgeführt, damit man ja sich loslöst, ja, und du bist wie versteinert, du kannst da überhaupt nicht wegkommen, ja, man zwingt dich wirklich, da wegzugehen. Man umarmt dich und nimmt dich an die Hand und führt dich da weg an einen Tisch. Du setzt dich mit der geistigen Welt an den Tisch und ihr redet miteinander. Ihr redet, was da passiert ist, warum das passiert ist. Und du bekommst viel Erklärung. Ich sehe ein sehr konstruktives Gespräch. Ich sehe viele Themen, die da aufgerissen werden, die dir sehr viel Klarheit bringen. Deine Frage an die geistige Welt ist, was kannst du nur tun? Was kannst du jetzt tun? Und die Antwort ist, das hier ist vorbei. Was du tun kannst, ist es, in deine Zukunft besser zu machen. Diese Antwort befriedigt dich total. Du stehst auf. Guckst du, schaust du noch mal kurz zurück und läufst sehr zuversichtlich nach vorne. Also, was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Situation von letzter Woche verarbeitet wird, du Verständnis für das, was geschehen ist, aufbringst und verstehst, was schiefgelaufen ist, verstehst, was du besser machen kannst. Und damit in die Zukunft gehst. Ich weiß nicht, was das für die Verbindung bedeutet. Vielleicht zeigen uns die Karten, vielleicht auch nicht. Fakt ist, dass du neu in die Zukunft gehst. Du hast die Lehre, die aus dieser Situation hervorgeht, verstanden. Ja, okay, das war jetzt viel erzählt, ne? Bin ich gespannt, was sich hier in den Karten zeigt. So, was sind die herausfordernden Energien für die Erdzeichen? Das ist Steinbock, Stier, Jungfrau. Die Legungen für Stier, Jungfrau und Steinbock findest du auf Vimeo. Da kannst du vorbeischauen und da findest du die Sternzeichen. Gesonderte Legung, die sehen genauso aus wie das, was du hier siehst, ja? Okay, hat sich umgedreht? Nein. Oh, wieso mische ich das jetzt? Okay, ich sollte noch eine Karte ziehen, okay. Ja, sehr schön, das macht auch Sinn. Okay, schau mal. Das ist die geistige Welt, die dich umarmt hier, dich stärkt, dich aufbaut neu, dir Kraft schenkt,
die du gerade sehr stark brauchst. Gleichzeitig wirst du damit vorbereitet auf das Kornucopia. Kornucopia ist das Füllhorn, ja? Das Paradies auf Erden. Solarplexus-Energie. Die letzte Woche hat dir sehr viel Kraft geraubt, ja? Sehr viel Kraft geraubt. Die hat dich niedergeschlagen. Du brauchst aktuell Pause, um dich zu erholen. Während der Pause wirst du mit Zukunftsvisionen gefüttert, mit der Aussicht auf Besseres. Und das führt wieder dazu, dass diese dritte Chakra, dieser Solarplexus, diese Lebensenergie in dir wieder wach wird, ja, Heilung besteht und du wieder handlungsfähig bist. Was ist die fördernde Energie, lieber Erdzeichen, für dich für diese Woche? Macht der Fantasie und Ausgewogenheit. Es könnte sein, dass diese erholende Maßnahme, die du hier angreifst, 1920, ja, also in den Nächten, wo die geistige Welt an dir arbeitet, die dir zeigt, wo es hinführt, wenn du dich heilst, ja, wenn du verstehst, was schiefgelaufen ist, ja, dazu führt, dass du in den Nächten Träume bekommst oder die geistige Welt, dass eben durch den Traum in deinem unbewussten Zustand dies geschieht. Damit du weißt, was du loslassen darfst. Ich sehe die Karte nie aus Ausgewogenheit. Ich sehe das immer als Strapazen. Ja? Das musst du ja wissen. Und ich sehe hier 38, 48. Das heißt, das muss zu Ende gehen. Diese Strapazen, die du auf dich genommen hast, um alles am Laufen zu kriegen und trotzdem nichts wirklich zu Ende zu bringen, weil dir die Puste ausgegangen ist. Das geht zu Ende und damit wirst du bereit für etwas ganz Neues. Okay? Und wie gesagt, ich weiß es immer noch nicht, ob das irgendwas mit der alten Beziehung noch zu tun haben wird oder ob da jemand Neues in deine Welt kommt. Eine Siegeskarte hat sich hier gezeigt. Ich lege sie jetzt gleich nochmal zurück, aber da sie ja gekommen sind, dann will das uns was sagen. Schau mal. Ich sehe hier die Fülle, das ist diese Kornucopie, das Füllhorn, ja. Die Träume, die in Erfüllung gehen wollen, ja. Und dass dir will dieses Erfolg in den Schoß gelegt werden, ja. Nur das, was geschehen muss, muss die Aufarbeitung der Situation muss erstmal geschehen. Okay, was passiert ist? Das ist genau das. Die geistige Welt arbeitet an dir, damit du den Neustart komplett neu gestalten kannst. Gleichzeitig sehe ich diese magische Heilungskräfte, die um dich herum geschehen durch den Magier, also quasi durch diese magische Heilung, die über dich geschieht, damit, und weißt du, warum das passiert, damit du endlich weißt, wonach du dich sehnst. Denn das, was letzte Woche geschah, geschah aus dem Mond heraus. Du warst verunsichert, du warst dir deine Gefühle nicht sicher, es hat alles irgendwie nicht die Klarheit gehabt, aus der du handeln konntest. Das hat dir gefehlt. Jetzt wirst du sie bekommen. Ja, da machst du dich auf den Weg zum Füllhorn. Du willst, dass dir endlich das gegeben wird, was du verdient hast, wofür du diese Strapazen auf sich nimmst. Ja? Die Liebe, für die du dich bis dato nicht entscheiden konntest. Wonach aber die Seele geschrien hat. Ja? Du bist bereit. Das habe ich gesehen. Du bist bereit. Ja. Solarplexus-Energie
aber geheilte Solarplexus-Energie. Oh Gott, schaut mal. Mir wird ganz übel. Warum wird es mir ganz übel? Weil dir übel wird. Okay. Schau mal. Diese Situation letzte Woche war nötig, weil die Liebe, die dich verbunden hat mit der Königin der Schwerter, nicht gelebt werden konnte. Du konntest dich für diese Frau nicht entscheiden. Deswegen wurde diese Energie entzogen. Jetzt geht dein Herz auf. Alles, was da drin kaputt war, wird geheilt. Daraus erfolgt geheilte Energie in deinem Solarplexus, die nicht giergesteuert ist, die nicht sexuell gesteuert ist zum Beispiel, die nicht nach dem Motto höher, weiter, schneller, strapazen, ja, geheilt auf höherem Niveau, ja. Krasse Energie. Du weißt, dass alles, was bis dato war, musste kaputt gehen, weil es nie hätte Früchte tragen können, weil die Sonne eingesperrt war. Ja? Fantastische Energie. Fantastische Energie. Macht der Fantasie. Das sind diese schlaflose Nächte, die vielleicht gar nicht schlaflos sind. Aber die verletzenden Gedanken, die dich zu dem gemacht haben, warum du eben letzte Woche das Ganze notwendig war, eben abgelöst wird. Ja? Die Dunkelheit, die Kälte, die wird durch Wärme und Klarheit ersetzt. Ausgewogenheit. Die Strapazen, die du immer auf dich genommen hast, ja, ich meine, das können auch berufliche Art Strapazen sein, ja. Erdzeichen sind sehr fleißige Sternzeichen, ja. Jungfrau ist pedantisch, ja. Steinbock will immer erfolgreich sein. Stier ist sehr arbeitstüchtig, ja. Also ihr nehmt alle gerne viele Strapazen auf sich, folgt von Sicherheitsbedürfnis, ja. Ihr arbeitet so fleißig, weil ihr das Sicherheitsbedürfnis für euch benötigt. Das ist okay, ja. Aber diese Strapazen haben dazu geführt, dass du dich den Gefühlen, die du zu dieser Frau hattest oder hast, nicht bewusst werden konntest. Sie war kein Prio für dich, ja. Sie war als schöne Begegnung für dich, vielleicht auch sexuelle Art und ein bisschen, ja, Schmetterlinge im Bauch und es waren schöne Treffen und die haben dir viel Kraft gegeben, aber für mehr warst du nicht bereit. Ja? Es könnte bedeuten, dass ich hier auch eine männliche Energie aufgefasst habe, aber du kannst es auch für dich umdrehen. Ja? Und das ist genau das, was ich ja vorhin gesagt habe. Dein altes Ich wird beerdigt. Und ich zurück nochmal auf mein Bild, was ich wahrgenommen habe. Für die, die es noch nicht wissen, ich bin ja ein totaler Freak, wenn es um Grey's Anatomy geht. Ja? Also ich ziehe das mir zum zigsten Mal wieder rein und dann werden die Bilder auch häufig damit verbunden. Was ich gesehen habe, also was ich wahrgenommen habe, die Situation, die da stattgefunden hat, während du quasi über diesen, du warst wie, wie soll ich das sagen? Also stell dir mal vor, du siehst dich selbst, wie dir diese Tasse aus den Händen fällt und dir ist klar, dass etwas ganz Besonderes, das Wichtigste in deiner Welt kaputt gegangen ist, ja? Du stehst vor dieser Situation und siehst du die dir immer wieder an. Ja, du erlebst sie immer wieder, die gleiche Situation aus der Position der Beobachter. Also theoretisch könntest du ja denken, du bist ein Zeuge eines Unfalls, in dem jemand dir ganz wichtig ist, der wichtigste Person auf deiner
für dich ist in diesen Unfall verwickelt und stirbt. Und du kannst es nicht fassen. Du stehst wie über ein Bett im Krankenhaus, in dem dir jemand vermittelt, wir haben alles getan, wir konnten aber ihn nicht retten, ja, oder sie. Und du kannst es einfach nicht fassen. Und du fragst dich immer wieder, hätte ich etwas Besseres tun können? Hätte ich etwas Besseres unternehmen können? Hätte ich etwas ändern können? Als ob du dich schuldig fühlen würdest für dein eigenes Verhalten. Ja? Und dieses, wie man dich da weggebracht hat, weil du total verzweifelt warst und erstarrt warst und in Schockstarre einfach dastandest, das war wirklich alles wie auf einer Beerdigung und genau das erlebst du. Diese Woche beerdigst du dich selbst, dein altes Ich. Sehr starke Heilung wird hier durchgeführt. Eine Neugeburt für dich. Neugeburt, die du so noch gar nicht erlebt hast. Eine Neugeburt, die so stark mit der geistigen Welt verbunden ist, mit so viel Klarheit in sich, indem du genau weißt, wer du bist, was du willst vor allem, warum du hier bist. Und da du jetzt weißt, was du willst, kannst du es genauso handeln und entscheidest dich für eine starke, wertvolle Beziehung von zwei Energien, die mit einer sehr besonderen heiligen Acht verbunden sind. Also für eine ganz besondere Beziehung. Da haben wir wieder den Stern. Ja? Diese absolute Klarheit durch die Heilung, die hier geschieht, eine ganz tiefe Überzeugung davon, wer du bist, wie du tickst, wo du herkommst, was du willst. Eine Zeit für Neugeburt. Jetzt ist es ganz wichtig, ja, wenn du hier dich selbst beerdigen musst, dann lass aber die Heilung zu, damit du wieder neu geboren wirst, ja. Es könnte schwierig werden, weil du weißt, wenn du neu geboren wirst, also nachdem dir hier alles klar wird, wird dir auch automatisch klar, dass du zurückkommst und gegenüber dieser Person etwas aufklären musst. Das ist die Challenge hier, ja? Nicht, dass du dich da aus Feigheit zurückhältst, okay? Also lass es zu. Das meine ich hier. Das heißt, man muss die Masken abziehen, man muss klar und ehrlich miteinander reden, man muss sich über die Hindernisse, die euch die ganze Zeit im Weg gestanden sind, auch erheben und die Situation klären. Ja? Bist du bereit? Das ist deine Challenge diese Woche. Einen Reifeprozess durchlaufen, bis du bist wirklich, diese Woche wirst du in 0, nix, keine Ahnung, ja, 100 Jahre alt plötzlich. Dir wird diese Woche auch sehr klar, du wirst dir sehr viele Sachen anschauen. Was stört dich in dem, was du willst? Wer hindert dich? Und das sind mindestens zwei Sachen, die du da finden werdest, die dich daran hindern, voranzugehen. Ja? Und das wäre wichtig, die aus deinem Weg zu verbannen. Okay?
Ja, und dann seid ihr verbunden. Kann sein, dass diese Person sich von dir, vielleicht diese Trennung, die da aufgekommen ist, die kam von ihr, was bei dir so zugeschlagen hat. Und ja, das ist jetzt schwierig, ne? Ich weiß nicht, was die Person dazu sagt. Okay, schauen wir mal weiter. Oh ja, sehr schön. Wartet mal, ihr seht das nicht. So. Also für alle, die mit jemandem zu tun hatten, der immer unentschlossen gekommen ist und trotzdem immer wieder angeklopft hat, dann ist das genau die Beerdigung. Ja, genau das wird hier, weil er sich immer zurück gepfiffen hat, um tiefer zu gehen, weil sich nicht klar war. Ja, er wollte sich aber auch gar nicht klar sein, was euch verbindet. Ja. Neugeburt nach den Strapazen mit dieser Dame, ja, die dir klar werden durch die schlaflose Nächte, in schlaflose Nächte, aber möglicherweise auch durch Träume, ja, wo die Heilung auch geschieht, sehr stark. Schaut mal, was hier liegt. Dein altes Ich muss sterben, damit du bindungsfähig bist. Okay? Eine großartige Entwicklung, die von oben angeleitet ist und das ist das, was ich hier gesehen habe, wo du diese wahnsinnigen Gespräche geführt hast mit dem geistigen Wesen, der dir quasi alles erklärt hat. Das war so ein bisschen ja aus dem aus dem Krankenhausleben, ja, wo wenn jemand sich setzt und erzählt, was ist passiert, was haben wir operiert und wieso ist es schiefgelaufen, was hat versagt, welche Organe nicht funktioniert haben und, ja. Um vielleicht auch dir klar zu machen, dass du zwar nicht schuld daran bist, aber was du besser machen kannst, was du korrigieren kannst, ob noch was zu retten ist, ja? Und genau das ist es. Was ist da noch zu retten? Mach das, ja? Erkenne es, dass du einerseits mehr geben musst als nur ein paar Münzen, ja? Aber du bist König der Münzen, du hast genug. Du hast noch nie mehr investiert, ja? Und das wird dir klar. Wer bin ich? Über was verfüge ich? Was kann ich alles tun und unternehmen? Huiuiui. Also, die Hindernisse, das kann eine Frau sein, das kann eine Partnerin sein, das kann die Mutter sein, das kann Schwester, Freundin, whatever sein. War dieses Hindernis zwischen euch beiden, der dazu geführt hat, dass du immer im Rückzug warst? So. Das ist wahrscheinlich nichts Neues für die, die hier zuschauen, ja. Aber scheinbar ist es dir jetzt klar. Schau mal, was hier liegt. Also, du weißt, was du willst mit dieser Person. Du gehst jetzt wirklich ohne Wenn und Aber auf diese Person mit vollem Engagement, mit Überzeugung dessen, was du willst. Und du wirst sehen, der Münzen. Du willst mit dieser Person alles auf der Erde erreichen, was zu erreichen gibt. Und du gehst mit Kelch voller Liebe. Neugeburt. Diese Person ist aber sehr stark verletzt, weil sie darauf sehr lange gewartet hat und nur in Dreierkonstellation mit dir gelebt hat. Okay, ich will wissen, wie diese Person reagiert.
Also das ist das, was sie von dir immer erwartet hat, ja. Nicht nur sexuelle Treffen, nicht nur ja, diese Affärenkonstellation, sondern auch etwas Wertvolles, dass du die Chance zwischen den beiden tatsächlich erkennst. Wird sie jetzt mit deiner Erkenntnis jetzt zufrieden sein? Sie wird sich das zumindest mal anhören, ja. Aber sie weiß ganz genau auch, dass jetzt alles anders werden muss. Glaubt sie daran, dass es alles anders wird von deiner Seite? Das musst du ja schon beweisen. Also da musst du dich schon anstrengen. Da musst du schon aufzeigen, dass das nicht wieder hier landet. Und du weißt ja, diese Situation hat Konsequenzen für die andere Dame oder die andere Energie, hier noch im Raum steht. Also, schwierig, ja. Okay, was sagen denn die Engelskarten noch dazu? Innerhalb von den nächsten paar Monaten wird sich die Situation bessern auf der Seite der Person. Aktuell glaube ich nicht. Sie wird aktuell nicht wirklich zur Verfügung stehen. Ja, also erstens, du musst ihr nachgehen, sie ist dir weit voraus, ja. Und du musst dein Herz öffnen und ihr folgen, damit was draus wird. Oh je, okay. Gut, meine Lieben, war eine grandiose Legung. Schade, dass natürlich so eine Vorwoche als erstmal ja, passieren muss, damit diese Bewegung hier aufkommt. Sowas habe ich bei Erdzeichen noch nie gesehen. Ich bin jetzt extrem gespannt, ob wir eine zügenden Sternzeichen haben und einen Vorreiter innerhalb der Stier-Jungfrau-Steinbock-Legung oder ob alle ungefähr im gleichen Tonus nach vorne preschen. Ja? Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Fantastische Legung. Ich freue mich total über diese Erkenntnisse und über diese Situation. Und ich hoffe natürlich, dass diese Person hier das auch annehmen kann. Ja, aber ich verstehe auch, wenn sie natürlich erstmal Probleme hat, das anzunehmen. Okay, meine Lieben, ich wünsche euch alles, alles Liebe, schöne Woche und wir sehen uns hoffentlich auf Vimeo oder bald wieder auf YouTube.